Ja, und damit hallo zu Krypto-Vorstand Drakim. Ah, er heißt Drakim. Ich habe gedacht, er heißt Drakrim. Das tut mir leid. Es war, naja. Metang und Kamerupt werden eingesetzt. Oh mein Gott, ja. Und die sind auch tatsächlich im Level schon relativ stark. Wie wir merken. Metang ist ein Stahl-Pokémon. Und Moment, kurz. So, Metang ein Stahl-Pokémon und Kamerupt ist ein, die Weiterentwicklung von Kamaup und damit ein Feuer-Boden-Pokémon. Wir setzen einfach mal Flammenrad auf Metang ein, sollte gegen Stahl sehr effektiv sein, und Psystrahl auf Kamerupt. Und Kamerupt setzt Schutzschild ein, ich befürchte Übles. Ich befürchte sehr Übles, aber wenn wir Glück haben, komm, ja, Tonumto, Killin. Weil, dieser Trainer besitzt eine Combo. Er kann... Ja, viele seiner Pokémon können Erdbeben. Erdbeben ist eine Attacke, die geht auf alle Gegner. Und auch auf dein eigen, also auf das Pokémon, was sie nicht einsetzt, was dir selbst gehört. Ist relativ stark, muss man sagen. Aber der Nachteil ist eben, geht aufs eigene Pokémon. Und aus dem Grund setzt das eine Pokémon immer Schutzschild ein beim Gegner. Und das andere macht eben, ja, diese Hammerattacke. Erdbeben halt. So, was machen wir jetzt? Das Schlimme ist, Schaufler, wenn wir uns den Boden eingraben und Erdbeben durchkommen sollte, Erdbeben trifft uns unter der Erde. Macht ja auch im gewissen Sinne Sinn. Deshalb setzen wir lieber Flammenrad ein, was, also Morabel ist, was ist Morabel? Boden, Wasser. Ist auch auf ihn nicht sehr effektiv, aber auf Kamerupt auch. Ich gehe davon aus, dass er immer abwechselnd macht, dass er immer abwechselnd, also jetzt macht er, glaube ich, mit Kamerupt das Erdbeben und mit Morabel Schutzschild. Ich hoffe, ich behalte da recht. Oder er macht einfach mit keinem Schutzschild, weil Schutzschild würde auch immer anfangen. Und beschützt einen in der Runde eben vor Schaden. Generell, vor allem Schaden. Sogar vor Statusveränderungen. Aber naja. Und Morabel setzt Lehmschuss ein. Oh, das ist eine relativ schwache, naja, mittlere eher Bodenattacke. Ja, haut schon ganz schön rein. Und senkt das Init, wie wir sehen. Und nein, Erdbeben. Fuck. Okay, das wird armselig. Tornupto dürfte draufgegangen sein. Ja, das war irgendwie klar. Das Gute ist, dass wir relativ viele Flug-Pokémon dabei haben. Und Flug-Pokémon werden ja bekanntlich nicht von Bodenattacken erwischt. Und oh, selbst Psyana hat ziemlich viel Schaden eingesteckt. Gut, dann setzen wir einfach mal Mantax ein. Mantax, schönes Flug-Pokémon. Kann man erstmal draußen lassen, denke ich. Hat zwar nur Level 33, aber trotzdem gegen Erdbeben definitiv gewappnet. So, was machen wir jetzt? Wir setzen erstmal einen Beleber ein, wenn ich sie finde. Drei Stück haben wir gerade mal. Okay, vielleicht sollte ich mir wirklich mal wieder einkaufen. Und beleben Tornupto wieder. Ist mir jetzt irgendwie wichtig gerade. Und mit Psyana machen wir... was machen wir? Wen killen wir? Ich denke, wir killen lieber Kamerupt, oder? Wäre ich dafür jetzt einfach mal so spontan. Weil Kamerupt kann Erdbeben. Morabel, ich weiß nicht, ob Morabel Erdbeben kann. Ich hoffe es ja irgendwie nicht. Weil Erdbeben ist irgendwie... Ich weiß nicht, ab Pokémon Kolosseum kam mir das irgendwie so übermächtig vor. Vorher gar nicht, aber ab Pokémon Kolosseum durchaus. Oh mein Gott, Geowatz. Okay. Lehmschuss, okay. Ja, mal wieder. Geowatz ist die Weiterentwicklung von Georock. Oho, der war eng. Was machen wir jetzt? Wir setzen... Genau, wir machen so, wir setzen mit Mantax einen Hypertrank ein, und zwar auf Psyana. Genau, und mit Psyana setzen wir irgendeine geile Attacke ein. Ich bin dafür, dass wir Geowatz ein bisschen aus den Angeln reißen, weil Morabel ist, naja, nicht so stark und setzt auch irgendwie kein Erdbeben ein, sondern nur Lehmschuss. Und Lehmschuss, naja, kann man aushalten. Oh mein Gott, ja. Also einmal Erdbeben wird wahrscheinlich jetzt noch kommen von Geowatz. Aber dann dürfen wir so ziemlich erstmal in Sicherheit sein. So ein bisschen. So ein wenig, ja. Ihn jetzt sinkt. Und... Was? Nein, okay. Das ist eine... Wow, sehr starke Normalattacke. Die aber normalerweise zur Folge hat, dass das Pokémon, was sie einen Rückstoß bekommt, also wieder selbst KP abgezogen bekommt. Allerdings, wir merken, es hat es nicht getan. Das liegt an Geowatz Fähigkeit, die dem entgegenwirkt. Also durch die Fähigkeit kann er keinen Rückstoßschaden mehr bekommen. Ziemlich sinnvoll irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Können wir...
mit Mantax Morabel killen. Das wäre klasse. Probieren wir's? Wenn nicht, geht Psyana drauf. Okay, wir probieren's. Komm, hopp oder top. Und auf Geowatz nochmal schön Psystrahl. Weil wenn beide draufgehen, können sie ja keine Attacken machen. Das ist ja irgendwie logisch. Auch nur irgendwie, ja. Und Geowatz ist schon mal weg. Das war irgendwie klar. Ist nur die Frage... Ja, okay, Entei. Okay, jetzt wird's armselig. Entei, wie wir sehen, ein Krypto-Pokémon. Entei ist ein legendäres Pokémon. Einer der drei legendären Hunde. Nein, nein, Furimonus, nein. Oh nee, muss das sein? Och man, gerade jetzt, ey. Wollt ihr mich verarschen? Das geht ja mal gar nicht. Ja, Entei, eines der drei legendären Hunde, ist ein Feuer-Pokémon. Ist mir ein bisschen unschlüssig, warum er das im Team hat, der voll auf Erdbeben und Erdattacken setzt, aber naja, er wird schon seine Gründe dafür haben. Wir setzen jetzt wieder mal den guten Tonupto ein, setzen noch einen Beleber ein, und zwar Psyana wieder zu holen. Und mit Tonupto killen wir erstmal, ich hoffe das reicht, killen wir erstmal Morabel. Ja, das reicht, wunderbar, yay. Und damit haben wir jetzt wirklich nur noch das Krypto-Pokémon gegen uns. Aber es ist trotzdem, wird sehr schwierig sein, Entei zu fangen. Denn Entei, wie gesagt, ein legendäres Pokémon. Legendäre Pokémon haben irgendwie schon mal selbst so einen Bonus, dass sie irgendwie kaum gefangen werden können. Fragt mich nicht, inwiefern das logisch sein soll, aber naja, es ist Pokémon, ja. Und was machen wir jetzt? Wir setzen einen Supertrank ein, würde ich sagen. Supertrank haben wir hier noch, genau. Und zwar auf... Tonupto erstmal und im zweiten Anlauf dann auf Psyana, wenn das irgendwie gehen sollte. Ich hoffe es ja. Aber was wir gegen Entei auf jeden Fall machen müssen, ja, Schaufler wird sehr effektiv sein, aber es wird ihn wahrscheinlich nicht killen, weil Schaufler ja einfach so schwach ist. Kennen wir ja mittlerweile. Ja, ihr merkt, mit Kryptoschlag schwächt sich Entei immer selbst. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit, um ihn zu fangen in dem Sinne. Die einzige Chance, um uns ein bisschen Zeit zu verschaffen, wird sein, dass wir ihn einschläfern. Und das werde ich im Folgenden auch probieren, und zwar mit Noctus Hypnose. Wenn das klappt, wunderbar. Wenn es nicht klappt, verkackt. Mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen. Ja, jetzt können wir Psyana auch mal wiederholen. Dürfte eventuell gut sein, eventuell auch nicht. Wir setzen mit Psyana sowieso erstmal einen Supertrank ein. Und hoffen, dass Schaufler, ja, ich weiß nicht, wie viel zieht's ab? Mal gucken. Ja, das ist... Okay, ich will es jetzt nicht runter machen. Oh mein Gott, Feuersturm, ja. Das ist eine der stärksten Feuerattacken. Und ihr merkt auch warum. Glaube ich. Brauchen wir Psyana überhaupt noch, ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir brauchen Psyana eigentlich gar nicht mehr. Wir könnten an der Stelle trotzdem nochmal einen schönen Sternenschauer einsetzen, weil das zieht ja sowieso null ab. Also quasi gegen null. Oder? Mal gucken. Oh ja, das war doch mehr, als ich gedacht habe. Oh, da müssen wir jetzt sogar aufpassen. Ich hoffe, der setzt jetzt keinen Kryptoschlag mehr ein erstmal. Bis... Okay, ja gut, ist eine Unlichtattacke, kennen wir. Was Psyana hat überlebt. Toll. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass Psyana drauf geht. So ist jetzt irgendwie schlecht. Wir können an der Stelle... Nee, ich will, dass Psyana drauf geht. Es hört sich zwar ein bisschen asozial an, aber ich will, dass Psyana drauf geht. Komm, kill Psyana, du schaffst es, Entei. Nicht töten? Gut. Im roten Bereich, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er keinen Kryptoschlag mehr zündet, weil das... Ja, natürlich, ist klar. Ja, jetzt könnte er nämlich gleich drauf gehen. Also, naja, ein bisschen hat er noch. Also, ich würde so schätzen, 4 bis 5 Mal kann er noch einsetzen und dann ist er tot. So, jetzt setzen wir Noctu ein und hoffen, dass Hypnose irgendwie trifft. Und dann können wir es mit unseren Hyperwellen mal probieren. Also ohne Hyperwelle brauchen wir es jetzt gar nicht zu probieren. So viel kann ich vielleicht verraten. Und an der Stelle wisst ihr vielleicht auch, warum ich mir so viele Bälle gekauft habe. Genau aus diesem Grund. So, jetzt probieren wir Hyperwelle schon mal. Wird zwar nicht klappen, weil Entei, wie gesagt, es ist sauschwer zu fangen. Und generell, legendäre Pokémon sind sauschwer zu fangen. Vielleicht schaffen wir es. Es wäre episch, wenn wir es schaffen würden. Nein. Also jetzt, gut, das beim ersten Mal nicht klappt, war irgendwie klar. Man muss halt ein bisschen mit Ausdauer rangehen. Komm, nicht töten, nicht töten. Noctu überlebt, Noctu überlebt, Noctu überlebt. Yeah! Komm, jetzt muss... Wenn jetzt Hypnose trifft, haben wir eine realistische Chance. Nein! Nein, nein.
nein. Okay, letzte Chance. Wir haben noch Hypertränke. Ich setze einen auf Noctur ein und hoffe, dass er es jetzt nochmal überlebt. Und ja, wie gesagt, es ist ultra wichtig. Wieso setzt ihr jetzt noch einen Kryptoschlag ein? Der killt sich selbst. Nein. Nein! Nein! Entei! Mann, wieso hat er sich so viel abgezogen damit? Nein! Nein! Ich wollte es nicht. Naja. Es gibt glücklicherweise die Möglichkeit, ihn nochmal zu fangen. Ihn nicht jetzt, sondern später im Spiel, aber naja. Du miese kleine Ratte. Ja, wir haben es leider verpasst. Es ließ sich aber nicht vermeiden. Ich habe mein Möglichstes probiert, das sollte nicht reichen. Wer Pokémon so meisterhaft einsetzt, der, wer bist du? Oh, das Eokapa. Den haben wir ja beim Sanktuarium besiegt. Drakrim. Nee, Drakrimmon. Ah, Eokapa. Tja, gegen diesen Kerl hattest du wirklich nicht die geringste Chance. Ich zieh mich zurück. Du gehst in Kulpas Labor und hilfst dort aus. Verstanden. Denk nicht, dass wir am Ende sind. Jeden Tag erschaffen wir mächtigere Pokémon. Bereite deine Pokémon also gut vor und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Und mit epiker Rückwärtsbewegung springt er uns davon. Und was kriegen wir denn hier? Sozi findet V-Disc. Wir erhalten die V-Disc. Für was auch immer die V-Disc gut sein mag, wir werden es an der Stelle noch nicht herausfinden. Wir sprechen mal den Typen hier hinten an. Der Arme, der umgeschmissen wurde. Oh, das war ziemlich knapp. Ihr habt mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Man nennt mich Gardio. Ich bin Arealleiter hier im Duell, auf dem Duellberg. Ich bin Tippi und das hier ist Sozi. Freut uns, dich kennenzulernen. Tippi berichtet Gardio, was bisher geschehen ist. Jetzt verstehe ich auch, warum die Kerle uns angegriffen haben. Dies ist die Zeitflöte. Ich habe sie auf einer meiner Trainerreisen gefunden. Was erzähle ich denn hier für Mist? Mit ihr kannst du genau ein einziges Mal Celebi rufen. Wahrscheinlich wäre es für diese Typen fatal, wenn Celebi und Krypto-Pokémon sich begegnen. Aber lass uns schnell ins Foyer zurück, anstatt hier rumzustehen. Warum auch immer. Da war es jetzt genauso sicher wie im Foyer, aber naja. Jedenfalls, das hier gebe ich dir wohl besser. Ich wohl besser dir. So, sie erhält Zeitflöte. Way. Aber bist du sicher, dass du uns etwas so Wertvolles anvertrauen möchtest? Aber selbstverständlich. Bevor diese Typen sie mir abnehmen, ist es mir lieber, wenn ihr die Zeitflöte sinnvoll nutzt. Rettet die Krypto-Pokémon vor diesen fiesen Gangstern. Okay. Wir gucken nochmal, was hier drin ist. TM47, yay! Damit haben wir so quasi den zweiten Endgegnerkampf hinter uns. Problem nur, dass wir leider Entei nicht fangen konnten. Das tut mir im gewissen Sinne leid. Man könnte natürlich vorher speichern und diesen Kampf wiederholen und wiederholen, bis man Entei fängt. Aber das lassen wir. So, wollte ich jetzt nicht machen. Man hat, wie gesagt, später die Möglichkeit, Entei nochmal zu fangen. Und ich glaube sogar... Ja, also theoretisch hat man die Möglichkeit unendlich oft, egal welches Krypto-Pokémon, sich nochmal zu fangen. Wo und wann muss man natürlich herausfinden, aber das geht in jedem Falle. Jo, jetzt gucken wir uns in jedem Fall nochmal das an, was wir bekommen haben, und zwar zum einen die Zeitflöte, eine Zauberflöte, die Celebi herbeiruft. Ja, und dann, was haben wir noch bekommen? TM47, was ein, und zwar Stahlflügel. Den Gegner, treffen stählerne Flügelschläge. Ist eine Attacke, eine Stahlattacke, die man Vogel-Pokémon beibringen kann, wegen Flügel eben. Ja, ist schon ziemlich cool. Kann man eben Gestein-Pokémon mit ownen, die man mit Flug-Pokémon normalerweise nicht ownen könnte. Also von daher ist es halt sinnvoll. Ist halt mittelmäßig, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Und die V-Disc, die haben wir auch noch bekommen. Mit dieser Disc steuerst du das UFO nach vorne. Das hört sich jetzt etwas mysteriös an, wenn man nicht weiß, was gemeint ist, wenn man das Spiel nicht kennt.
Dazu werden wir auch später mehr erfahren. Definitiv. An der Stelle machen wir, glaube ich, trotzdem erstmal Pause. Und ja, wir haben jetzt relativ lange gespielt. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Entweder, wie gesagt, nicht fangen können, war schlecht, aber wir können es nochmal. Wir haben es nicht verpasst, unsere Chance. Ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.